Wir gucken uns den neuen Battle Pass des Chapter 5 an. Und natürlich ganz wichtig, Freunde, geht in den Item Shop und tragt hier Superduck Creator Stani ein. Let's go. Ich kann selber nicht glauben, was hier gerade passiert ist, aber der komplette Battle Pass der neuen Season wurde geleakt. Und ich werde euch in diesem Video alle Skins zeigen, die wir in der nächsten Chapter bekommen werden. Und ich sage euch, es ist geisteskrank. Dann gibt es zu dem Live-Event noch ganz wichtige Informationen. Und zwar, ihr müsst bestimmte Einstellungen machen. Haha, für das Live-Event, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das beachtet und ich sage euch, die Leaks zum neuen Chapter sind wirklich geisteskrank. Was uns hier erwarten wird in Fortnite, ich sage euch, kippt bitte nicht um, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und wir haben jetzt mittlerweile 100 Support-A-Creator, also falls ihr mich auch noch gerne unterstützen wollt, Leute, tragt doch gerne im Item-Shop Stani ein, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass gestern das so viele gemacht haben. Also ihr wart nicht faul gewesen, sondern richtig fleißig. Ey, ich kann es nicht glauben, aber es gab sogar jetzt noch ein Update. Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen oder auch gar nicht mitbekommen. Ich finde, das war das random Update überhaupt. Und zwar Fortnite hat jetzt kurz vorm Live-Event nochmal einen kleinen Hotfix rausgehauen und hat Flugzeuge aus dem Spiel entfernt. Niemand weiß warum. Es gibt jetzt zwei Vermutungen, wieso die Flugzeuge komischerweise auf einmal raus sind. Entweder es gab einen richtig heftigen Bug, den Leute abused haben, über den aber keiner so richtig Bescheid weiß. Deswegen sind die Flugzeuge raus. Oder Fortnite will uns einfach so sagen, ey, Jungs, OG-Season ist jetzt langsam over. Und ihr müsst euch vorbereiten hier. Auf den neuen Racing-Mode und fahrt schon mal ein bisschen motorradmäßig rum. Keine Ahnung, also warum sie das gemacht haben, das weiß man bis heute nicht. Aber Motocross, Bikes. Easy. Sind jetzt im Spiel verfügbar. Dann gab es noch eine geisteskranke Änderung. Und zwar der Background. Ich weiß nicht, ob es der Shop-Background war. Oder auf jeden Fall wird zum Live-Event ein Hintergrund geändert. Und dieser Hintergrund sieht sehr, sehr düster aus. Ich werde euch das Ganze mal hier einblenden. Das werden wir morgen, also jetzt Samstag, auf jeden Fall diese Änderung sehen. Und wir können bei dieser Änderung feststellen, dass es sich hierbei um eine komplett zerstörte Stadt handelt. Und das hatten, Leute, das ist der erste große Bro, das ist mir gerade ein bisschen zu viel Action. Ich sage euch ehrlich, wir müssen mal hier kurz taktischen Rückzug machen. Das Ding ist, Bro! Ey, der hatte gerade einen richtig seltenen Skin, Leute. Das war der Jonessy-Skin aus der Twitch-Drops-Variante damals. Der war ganz früher, hat man den bekommen und der ist extrem selten. Krass, dass der Typ den gespielt hat, weil den haben auch sehr, sehr wenige Spieler. Ist ein richtig krasser OG-Skin. Ja, den kennen auch gar nicht mehr so viele, weil der halt einfach nie jemand spielt oder sonst, weil er halt so extrem selten ist. Heftig. Und wir sehen, gucken uns jetzt nochmal hier das Bild an, Freunde, und wir sehen eine zerstörte Stadt. Und da müsst ihr wissen, diese zerstörte Stadt, das sieht so ein bisschen aus wie so eine kontaminierte Stadt. Und zwar, wir hatten nämlich früher ein Konzept gehabt. Und da sehen wir nämlich eine Stadt, die quasi vergiftet worden sind. Und das sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Das war nämlich früher mal ein Konzept gewesen, was erstellt worden ist. Und Fortnite hat dieses Konzept nie genutzt oder umgesetzt. Und es sieht wirklich danach aus, als würden wir eine spezielle vergiftete Zone in der neuen Season bekommen. Das ist jetzt natürlich eine kleine Vermutung, könnte sein, aber was wahrscheinlich zu 100% reinkommen wird, die neue Karte kennen wir alle. Und wir hatten bei der neuen Karte die Vermutung gehabt, dass wir dass ein Zug über die Karte fährt und in jede große Stadt quasi es einen Bahnhof gibt. Und das hat sich jetzt wahrscheinlich bestätigt. Und zwar in Brasilien ist gerade irgendeine Spielemesse oder irgendein Fortnite-Event ist in Brasilien. Und da wurde jetzt komischerweise ein Easter Egg von einem Zug gezeigt. Und Leute, wie random ist das bitte? Warum sollte da Fortnite ein Easter Egg von einem Zug zeigen? Und das ist natürlich meiner Meinung nach ein ganz klarer Teaser für das neue Chapter 5.
Und für diesen Zug, der dann quer irgendwie über die Karte fahren wird, finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Ich bin gespannt, wie das so wird. Da kann man halt, wie gesagt, mit dem Zug immer in die Zone reinfahren. Das wird bestimmt extrem cool werden. Und da wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr seltenen Loot geben. Das sind erstmal so die Kleinigkeiten. Wir wollten uns aber den Battle Pass angucken, der ja geleakt worden ist von Xbox. Ich weiß schon wieder nicht, wie sie es hinbekommen haben. Das ist ja jedes Jahr so ein kleines Battle. Wer leakt zuerst die neue Fortnite-Season? Diesmal war es Xbox gewesen, finde ich aber nicht schlimm und ich werde euch mal hier das Bild einmal einblenden. Auf diesem Bild... Das ist hier eine Bot-Party, Leute. Das ist eine Bot-Party. Ja, Bot-Party kurz mal aufgelöst. Stani hat das hier kurz mal geregelt. Auf diesem Bild können wir sehr, sehr viele Skins erkennen und das Gute ist, Freunde, diese Skins... Also, viele werden jetzt sagen, ey, ich zeige euch die Bilder gleich auf jeden Fall nochmal in High Quality, weil so kann man relativ wenig erkennen. Aber das Krasse ist... Oh, boah, Minigun ist auch kranke Waffe, ne? Ich sage euch ehrlich. Das Gute ist, das sind alles Umfrageskins und diese Umfrageskins habe ich ja schon so ein bisschen angeteased, dass wir sowas vielleicht in der neuen Fortnite-Season bekommen und wirklich 80% der Skins sind einfach Umfrageskins, die man schon veröffentlicht hat und deswegen kann ich euch die jetzt gleich auch ein bisschen genauer zeigen. Und zwar anfangs sieht man erstmal Jonesy mit einem kleinen Schnurrbart, also der hat so ein Mustache-Bart, der sieht auf jeden Fall jetzt richtig männlich aus, wie so ein krasser Typ irgendwie. Ich weiß auch nicht. Jonesy ist auf jeden Fall sehr krass geworden. Dass wir Jonesy mit einem neuen Style bekommen werden, wussten wir ja schon. Und das ist jetzt quasi, den kann man auch relativ gut erkennen. Das ist auf jeden Fall der Jonesy. Dann wird Solid Snake reinkommen. Solid Snake werden wahrscheinlich viele kennen. Ich glaube, ist das nicht der Charakter von Metal Gear Solid? Ich glaube ja, ne, Leute? Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber ich werde euch den Skin hier auch mal ein bisschen genauer reinbringen, ist natürlich eine kleine Kooperation wieder hier mit Epic Games. Dann werden wir Peter Griffin bekommen, aber nicht der normale Peter Griffin, sondern in einer Muskelvariante. Also er sieht auf jeden Fall sehr, sehr fit aus. Er sieht irgendwie übertrieben heftig aus. Ich habe keine Ahnung warum, aber er sieht auf jeden Fall nicht so aus wie der normale Peter Griffin, sondern eher wie die Glow-Up-Variante. Und ich finde auf jeden Fall so ein lustiger Skin im Battle Pass ist immer gut. Dann, Bro, geh doch down. Ich hab mir den Dings weggeschossen. Dann gibt's noch den Tiger-Skin. Der Tiger-Skin ist auch ein Umfrageskin. Da hat Fortnite mal die Community gefragt, ob sie es gut finden würden, wenn es so einen Tiger-Skin geben würde. Kann ich euch hier in mehreren Varianten einblenden. Den wird es auch zu 100% in mehreren Varianten geben. Finde ich, sieht sehr, sehr cool aus, Leute. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der Tiger-Skin gefällt mir sehr gut. Dann haben wir noch ein paar andere Skins, die ich euch hier auch mal einblenden kann. Man kann sie leider nicht zu 100% sehr gut erkennen. Nee, Leute, wir müssen weg. Oh mein Gott. Das war's. Geh weg. Bro, er sniped mich direkt. Bitte nächste Season einfach Sniper raus. Ich sag ehrlich, Sniper ist so eine nervige Waffe. Schnell weg hier. Werde ich euch hier mal die anderen Skins einblenden. Ist sehr, sehr nice. Aber Leute, das war es natürlich noch nicht gewesen. Es gibt für die neue Season nicht nur die neuen Skins, sondern bevor die neue Season kommt, müssen wir erstmal neue Einstellungen einstellen. Und zwar Creator haben jetzt quasi für das Live-Event von Epic Games eine Nachricht bekommen, wie das ist mit dem Copyright, ob man das Event streamen darf, alles drum und dran, weil wir wissen ja, Eminem tritt auf. Und man dürft natürlich Fortnite-Events, das haben die immer sehr gut geregelt, kann man streamen ohne Probleme, ohne dass man da irgendwie einen Copyright-Claim bekommt. Haben die das alles geklärt? Ey, Bro, das ist ja übelst die Bot-Lobby. Guck mal, das sind alles Bots, Bro. Wir hatten gerade zum Anfang 5 Spieler gehabt, jetzt habe ich hier 17 Kills und Bots gefühlt. Was ist das denn?
Und da hat Fortnite uns in der E-Mail, also große Creator haben diese E-Mail bekommen, oder ich glaube alle mit Supporter Creator haben diese E-Mail bekommen, haben die auch nochmal die optimalen Settings für das Live-Event reingeschrieben. Und ich werde euch mal hier diese Settings einblenden, wie zum Beispiel Motion Blur, dass man das anmachen sollte für PC 60 FPS, um dieses Live-Event quasi in der vollen Grafik irgendwie mitzubekommen, sollte man diese Settings verwenden, um den besten Cinematic-Look zu bekommen. Und das hatte ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass Fortnite da irgendwie so eine Info dazu geschrieben hat. Aber finde ich sehr interessant. Also solltet ihr eure Grafikeinstellungen nochmal auf Epic umstellen. Ganz, ganz wichtig. Dann gab es noch ein sehr interessantes Bild, und zwar von dem Racing-Mode. Okay, das sind auf jeden Fall keine Bots. Ah, die waren doch gerade zu zweit gewesen, oder? Ah, okay. Der Kollege kann nicht laufen. Oh, Bro, jetzt geht er hier mit Granatwerfer auf den Keks. Kannst du mal bitte damit aufhören? Easy, kurz, Situation geklärt. Haben wir Logger gemacht. Gut, wir haben noch ein Lagerfeuer mit dabei, also kommen wir auch sehr gut in die Zone. Und ja, die Einstellungen würde ich euch natürlich auch empfehlen. Wenn Fortnite das empfiehlt, dann kann ich euch auch empfehlen, diese Einstellungen zu verwenden. Ihr könnt natürlich auch das Ganze ganz normal mit euren komplett normalen Einstellungen spielen. Das Problem wird nur sein, dass vielleicht manche Effekte ihr gar nicht sehen werdet, weil ihr zum Beispiel Performance-Mode anhabt. Und dieser Performance-Mode ist natürlich ja, schlecht bei der ganzen Geschichte. Deswegen solltet ihr lieber das Ganze befolgen. Wir werden das Live-Event natürlich am Samstag um 20 Uhr geht's ja los, werden wir um 16 Uhr auf dem Hauptkanal live gehen. Wir werden das komplette Live-Event natürlich live streamen, weil viele auch gefragt haben, ob wir das streamen werden. Natürlich werden wir das streamen. Nach dem Live-Event werden ja die Fortnite-Server offline gehen. Creative könnt ihr weiterhin spielen. Und am nächsten Tag geht es dann los mit den Chapter 5. Und viele hatten da nochmal die Vermutung, oder viele haben auch nochmal in die Kommentare geschrieben, dass ja mit dem Chapter 5 direkt der Racing-Mode verfügbar sein wird. Also ich persönlich, Leute, glaube, dass es am Sonntag nur das neue Chapter 5 geben wird und der Lego-Modus und der Racing-Mode zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Weil das zeigt einfach, das zeigen einfach die Informationen aus den Datenfiles und es würde auch keinen Sinn machen. Ihr wisst, Freunde, Chapter, neue Karte, es macht keinen Sinn, wenn alles auf einmal rausgehauen wird, weil Fortnite braucht natürlich auch ein bisschen Content über die Zeit und Leute, es wäre zu viel neu. Überlegt mal 10 neue Modis an einen Tag, das würde unser Gehirn gar nicht mitmachen. Deswegen wird es, denke ich mal, aufgesplittet werden. Wenn es dann im Endeffekt nicht so ist, müssen wir halt auch damit leben. Ich sag euch ehrlich, die Typen da, die waren mir irgendwie nicht geheuer. Da machen wir mal hier einen kleinen Rundkurs und holen uns die dann. Das Bild zum Racing-Mode, das ist ein Konzeptbild. Es wird ja so sein, dass man sogar Rocket League-Autos wahrscheinlich übertragen kann in Fortnite. Das wird auch sehr interessant sein. Und dieser Racing-Mode, Freunde, der wird auch geisteskrank werden. Und zwar, es wird wohl ähnlich sein wie Mario Kart. Also Leute, ich sag euch ehrlich, überlegt mal so Mario Kart-mäßig in Fortnite. Das wäre schon geisteskrank. Und jetzt schreibt mir bitte nicht wieder in die Kommentare, wäre echt doof, wenn Fortnite Mario Kart faken würde. Ey, Leute, ich sag, Mario Kart ist ein geiles Spiel und wenn Fortnite das irgendwie auch nice findet und das irgendwie ins Spiel rein, ich finde das gar nicht schlimm, Bro. Wenn man sich gute Sachen irgendwie abguckt und die dann irgendwie geil implementiert, was ist daran schlimm? Ich finde das voll nice. Das ist ja nur für die Spieler, dass sie gute Unterhaltung haben, dass sie Spaß haben beim Zocken. Und oh, da unten, oh, okay, da unten sind dicke Fights, Leute. Wenn dicke Fights, dann werden wir auf jeden Fall mal mitmischen. Da werden wir. Ja, 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 okay, das sind auf jeden Fall eine. Ah! Er hat mir einen Kill geklaut. Okay, ich wollte ihn eigentlich klauen, aber.
Oh, das hat wehgetan, Bro. Die habe ich mir aber auch geholt hier. Ey, Bro, wir haben 21 Kills. Ich würde mich ja, also entweder haben wir die Kills, entweder haben wir Bots gekillt oder wir haben einfach die größten Kills gestealt und haben einfach nur noch einen Hit auf die Gegner gemacht. Also, das ist ja die größte, ehrenloseste Runde überhaupt. Und es gibt, Freunde, das ist auch noch geil. Das Thema der Season ist ja Underground. Also, das habe ich noch gar nicht angesprochen, weil man sieht es auch im auf den Xbox League. Underground ist das Thema der neuen Season. Und das, also ich sage euch ehrlich, ich glaube, das könnte echt geil werden. Wir werden auch ein neues Auto bekommen. Das Auto haben wir nämlich auch schon beim League vom Battle Pass gesehen. Werde ich euch hier mal einblenden. Nochmal. Das wird definitiv... mit dem neues Auto sein, was wir bekommen werden. Okay, da hinten sind noch ein paar dicke Fights. Und ich denke mal im Allgemeinen, dass man halt auch dahingehend mit Autos und so natürlich die alle komplett geupgradet hat, dass man die einfach... Ja, das meine ich halt, Bro. Guck mal. Was ist das für eine Round, Bro? Das meine ich halt. Es ist halt manche Runden... Manche Runden hat man... Manche Runden hat man alles voller Spieler, manchmal nicht. Also das ist irgendwie voll komisch. Also heute 26 Kills. Super, ich freue mich auf jeden Fall. Kill-Rekord, happy. Haben wir nochmal, ist aber ein gutes Ende nochmal, Freunde. Ist aber nochmal hier ein gutes Ende, um die Season komplett abzuschließen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir den letzten gehen. Oh, komm, wir landen auf dem Loot-Drop. Boah, das wäre auch geil. Und... Ja, schaffen wir nicht. Super. Ist egal. Wir gucken mal, wo der letzte ist. Ich glaube, der spielt mit uns Hide and Seek. 1-gegen-1 Situation. Wird Stani das gewinnen, Freunde? Wird er hier die 27er? Ey, Bro, damals 27 Kills. Das war auch zu krass gewesen. Und damals gab es noch keine Bots, ne? Also damals 27 Kills war nochmal eine andere Hausnummer gewesen. So, mach auf hier die Gurke. Aber ich glaube, auch in der nächsten Season wird das mit den Bots ein bisschen weniger werden. Weil die Leute relativ unzufrieden gewesen sind. Die fanden alle, dass es zu viele Bots gab. Und ich deswegen glaube, dass das nächste Season ein bisschen entspannter sein wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein paar andere Informationen, die ich mit euch leider noch nicht teilen darf. Aber, also, ich sag euch, Season wird krass. Season wird sehr, sehr krass. Und jeder, der sagt, wenn die OG-Season vorbei ist, dann werden auch die ganzen Spieler abhauen und werden nicht mehr Fortnite spielen. Ich sag euch, Bro, was ich gesehen habe. Also, ich will jetzt nicht pushen, aber ich persönlich glaube, dass Fortnite in der neuen Season neue Rekordzahlen an Spielern erreichen wird. Sage ich euch, so wie es ist. Was da in der Pipeline ist, ganz, ganz geisteskrank. So, wenn wir mal hier ein bisschen Action machen. Schieß mich runter, bitte. Wo bist du, Kollege? Hey, wo ist der, Leute? Hallo? Ja, der ist nicht da, Leute. Der hat wohl keinen Bock, mit mir zu zocken. Glaube ich. Ach, ein Grappler, neuer Grappler, nehmen wir natürlich noch mit. Ja, das ist jetzt hier eine kleine Hide-and-Seek-Runde. Wir müssen den Gegner finden. Es geht um nix. Hä? Bro, das ist auf jeden Fall kein Bot, oder? Also seit wann können Bots fliegen und riften? Ich glaube nicht, oder? Geht, Bro? Was geht? Hä? Warum schießt der? Hey, das ist ein Bot, oder? Aber seit wann können Bots sich so boxen, Alter, mit Treppen und so? Krass. Die sind richtig schlau geworden. Oder auch nicht.
Also entweder ist das ein wirklich ein OG-Spieler, der gar keinen Plan hat, aber warte, wir testen. Wenn er jetzt stehen bleibt, ist es ein Bot. Ja, okay. Haut rein, Leute. Liken, abonnieren, Stani, tschüss mit euch.